Hallo, klein Hector. Was hast du vor? Oh, du fliegst einfach nur rum? Das ist Bens Plantage. Seine Äpfel sehen lecker aus. Na, der nicht. Der Apfel sieht nicht so gut aus, Klein Hector. Lass den verrotteten Apfel liegen, Klein Hector. Klein Hector, du siehst nicht so gut aus. Dein Magen tut weh? Dann solltest du zu Amber ins Krankenhaus fliegen. Hallo, da ist ja dein Vater. Er kann dich zu Amber bringen. Hallo Amber, Klein Hector geht es nicht gut. Kannst du ihm helfen? Klein Hector, Amber hat jetzt Zeit für dich. Keine Sorge, Hector. Amber wird sich um dich kümmern. Klein Amber, holst du deiner Mutter ein Thermometer? Sie muss überprüfen, ob Klein Hector Fieber hat. Dankeschön, Klein Amber. Dann messen wir mal dein Fieber, Klein Hector. Großartig, deine Temperatur ist normal. Die Wärmflasche wird helfen, deine Muskeln zu entspannen, Klein Hector. Hector zu kitzeln wird seinem Magen nicht helfen, Klein Amber. Was ist das, Amber? Apfelessig? Hector muss das trinken? Hector muss Apfelessig trinken, um seine Übelkeit zu lindern? Das ist nett, Klein Amber, aber wir heben uns das Eis für später auf. Weit aufmachen, Hector. Ist schon okay, Klein Hector. Du wirst es mögen. Schmeckt gut, nicht wahr? Und ich wette, dir geht es auch schon besser. Amber, du kümmerst dich wirklich toll um deine Patienten. Und du auch, Klein Amber. Ja, vielen Dank, Amber, dass du Hectors Magen geholfen hast. Das ist richtig, Klein Hector. Jetzt kannst du dir eine Süßigkeit aus der großen Süßigkeitenmaschine aussuchen. Klein Hector kann jetzt wieder los, Hector. Klein Hector sollte sich ordentlich ausruhen und darauf achten, was er isst. Übertreib es nicht, Klein Hector. Und keine verrotteten Äpfel mehr essen. Tschüss, Klein Hector. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dane. Was hast du heute vor? Du wirst dieses Haus abreißen? Sei vorsichtig, es ist sehr hoch. Gut gemacht, Dane. Hey, was ist los?
Autsch, die Beule sieht schmerzhaft aus. Was ist passiert? Du bist von einem Ziegelstein getroffen worden? Ach du liebe Güte, wir bringen dich besser ins Krankenhaus. Amber wird wissen, was zu tun ist. Hey Amber, Dane ist bei der Arbeit auf der Baustelle am Kopf getroffen worden. Er ist auf dem Weg hierher. Kannst du ihm helfen? Amber sagt, du kannst jetzt nach Hause gehen, Charlie. Hey Dane, hier ist Amber. Sie wird sich deine Verletzung mal anschauen. Komm, folge Amber ins Behandlungszimmer. Als erstes muss Amber sicher gehen, dass du stark und gesund bist. Streck deine Zunge raus, Dane. Was brauchst du, Amber? Einen Zungenspatel? Klein Amber, kannst du einen holen? Antibakterielles Gel wird deine Verletzung sauber halten. Was kommt als nächstes, Amber? Dane braucht ein Pflaster? Kannst du eines holen, Klein Amber? Großartig! Ach du liebe Güte, du bist ganz von Pflastern bedeckt. Bitte schön, Dane. Du wirst dich in 0, nichts besser fühlen. Ihr habt toll zusammengearbeitet, Leute. Und du solltest zurück zur Baustelle fahren. Sei vorsichtig, Dane. Bitte keine Unfälle mehr. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Jeremy. Was ist denn mit dir los? Dir geht es anscheinend nicht gut. Ach so, du hast einen Schluck auf und weißt nicht, wie du ihn loswerden sollst. Hast du schon versucht, die Luft anzuhalten? Oder Wasser zu trinken? Die Luft anhalten und gleichzeitig schlucken? Okay, dann habe ich nur noch einen Rat für dich. Fahr zu Amber ins Krankenhaus. Sie wird wissen, was zu tun ist. Hallo Amber! Hallo Klein Amber! Ihr habt es hier wohl gerne hübsch aufgeräumt und ordentlich, was? Großartig! Amber, du hast einen neuen Patienten. Jeremy hat einen ganz üblen Schluck auf. Amber, hast du schon mal einen Schluck auf behandelt? Ich gebe dir recht, Amber. Lass es uns probieren. Womit fangen wir an? Gute Idee, Amber. Lass uns erst mal Fieber messen.
Nein, kein Fieber. Was ist der nächste Schritt, um diesen blöden Schluckauf loszuwerden? Also, du meinst, etwas in seinem Hals könnte den Schluckauf verursachen? Mhm. Na, lass mal nachschauen. Mhm. Nein, das war's auch nicht. Ich frage mich, was es sein könnte. Ist dir was eingefallen, Amber? Du willst es mit Hustensirup probieren, nur um sicher zu gehen? Naja, Husten und Schluckauf sind ja schon irgendwie ähnlich. Versuchen wir's. Warte noch kurz, Klein Amber. Die Untersuchung ist bestimmt bald vorbei. Bitte schön, funktioniert es? Och, armer Jeremy. All die Mühe und alles nützt nichts. Na, wenigstens kriegst du jetzt keinen Husten. Was war das für ein Geräusch? Was ist das? Klein Amber, du hast uns ganz schön erschreckt. Das ist richtig, Klein Amber. Du kannst nicht einfach Ambers Patienten erschrecken. Und außerdem... Was meinst du, Jeremy? Das ist richtig. Du hast keinen Schluckauf mehr. Ah, du wusstest, dass man einen Schluckauf los wird, wenn man erschreckt wird? Toll gemacht, Klein Amber. Amber sagt, es tut ihr leid, dass sie mit dir geschimpft hat. Sie wusste nicht, dass du das Problem lösen wolltest. Wie auch immer, ihr habt es geschafft. Gut gemacht, ihr beiden. Du bist schon wieder zurück? Ich glaube, Jeremy hat etwas für dich, Klein Amber. Oh, das ist aber nett von dir, Jeremy. Er möchte sich bei dir bedanken für die Hilfe, Klein Amber. Toll gemacht, Amber und Klein Amber. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey, Klein Jeremy. Warum spielst du nicht mit deinen Freunden? Was ist los? Du hast Kopfschmerzen? Warum fährst du dann nicht zu Amber und schaust, ob sie dir helfen kann? Hallo Amber. Hallo Klein Amber. Klein Jeremy hat Kopfschmerzen. Meint ihr, ihr könnt ihm helfen? Klein Jeremy, weißt du, warum du Kopfschmerzen hast? Hast du dir den Kopf gestoßen? Du weißt nicht, was ihm fehlt? Wie lange hast du denn schon die Kopfschmerzen, Jeremy? Du hast recht, Amber. Ein paar Tage ist ziemlich lang. Oh, du fragst dich, ob Jeremy schlecht sehen kann? Jeremy, kannst du das hier auf der Tafel lesen?
Jeremy, Amber meint, du brauchst vielleicht eine Brille. Klein Amber, könntest du Jeremy eine Brille holen? Wie wäre es mit der hier, Jeremy? Kleine Amber, das ist keine richtige Brille. Das ist auch keine richtige Brille. Wo hast du die bloß alle her? Das ist die Faschingkiste. Ist es so besser, Jeremy? Klein Jeremy, kannst du die Tafel jetzt sehen? Klein Jeremy, würdest du gerne sehen, wie du mit der Brille aussiehst? Gefällt dir die Brille? Amber sagt, du siehst damit sehr gut aus, Jeremy. Vielen Dank, Amber. Vielen Dank, Klein Amber. Hey, ihr Kleinen, was schaut ihr euch an? Oh, Klein Jeremy. Er sieht cool aus, nicht wahr? Sind deine Kopfschmerzen weg, Jeremy? Das ist großartig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss alle zusammen, wir sehen uns. Heute ist der Tag der alljährlichen Car City Flugshow. Und Hector, Penny und Klein Penny legen eine fantastische Show hin. Hey Rocky, macht dir die Show keinen Spaß? Du meinst, du könntest das besser? Das ist aber nicht sehr nett. Oh, du wirst ihnen zeigen, wie eine richtige Flugschau aussieht? Aber Rocky, über dir ist ein Dach. Autsch! Also, das lief ja nicht so gut. Bist du in Ordnung, Rocky? Entschuldige, was hast du gesagt? Die Sterne dort oben strahlen so hell? Ach du liebe Güte, aus dir kriegen wir wohl erstmal keine klaren Sätze heraus. Glücklicherweise hat Amber so etwas wohl schon geahnt. Hier kommt sie mit Klein Amber. Rocky, Rocky, Amber ist hier, um dir zu helfen. Du liebst den Mond und der Mond liebt dich? Rocky, Amber wird deine Augen kontrollieren. Beweg dich nicht. Das ist nicht gut. Deine Pupillen zittern. Da stimmt was nicht. Du denkst, Rocky hat eine Gehirnerschütterung? Rocky, keine Sorge. Amber sagt, sie kriegt dich wieder hin. Klein Amber, bleib wo du bist. Deine Mama füllt diesen Eimer schnell mit kaltem Wasser. Mm.
Was hast du denn vor, meine Kleine? Deine Mama wird gleich zurück sein. Oh, du willst Rocky zum Sprechen bringen, weil das so lustig ist? Die Planeten sind deine Freunde? Wie gut, dass du zurück bist, Amber. Rocky redet weiterhin seltsames Zeug. Ich hoffe, du hast recht und er ist bald wieder auf der Höhe. Amber, wofür ist das Wasser? Oh ja, du musst seine Verletzung waschen, bevor du einen Verband anlegst. Das war eine gute Idee, Amber. Rockys Beule sieht jetzt viel weniger schlimm aus. Du meinst, seine Beule wird schnell verheilen mit 3 Tropfen Salbe und einem Verband? Okay, dann wollen wir mal. 1 Tropfen, 2 Tropfen, 3 Tropfen. Und jetzt der Verband. Mal schauen, ob du jetzt aufstehen kannst, Rocky. Zünde mal die Steuerdüse auf deinem Rücken. Großartig. Gut gemacht, Rocky. Und du hast das auch gut gemacht, Amber. Sieht so aus, als würde die Luftschau immer noch laufen. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, ein ganz schön talentierter Haufen. Jetzt hörst du dich vernünftig an, Rocky. Du möchtest hier bleiben und zuschauen? Amber sagt, du kannst dich zu ihnen setzen, wenn du Lust hast. Och, wie nett. Klein Amber gibt dir etwas von ihren Süßigkeiten. Genieß die Schau und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.